Geht's denn zur Sektion B? Oder können wir jetzt hier lang? Ne, ist auch noch zu. Set Lab. Und von hier aus ging es doch irgendwie. Krankenstation, ist nichts Neues gekommen, okay. Und Set Lab ging es doch irgendwie zu uns. Da lang. Quiet. Und hier muss er irgendwo, hier wohnt doch irgendwo das Schwein. Na komm, Rosa. Ja, brav. Ist jetzt zu verhindern, Schwein. So. Guten Tag. Ja. Wundert mich, dass wir keine Mission haben hier. So ein Zwischending wie mit Rosa. Aber wo ist denn Sektion B? Na gut, egal. Dann werden wir uns erstmal wieder auf den Weg machen. Hi! Wir haben noch nicht rausgefunden, wer Sharon ist. Der so eine unglaubliche Zeit hingelegt hat. Hinten ist Doc, oder? Wen haben wir denn jetzt Schönes? Al Sanchez. Okay, cool. Sektor F betreten, Level verlassen. Ja, dann machen wir mal. Ich fische mal den Atomsprengkopf raus. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Jetzt hat's gerade geruckelt. Wieso? Was soll das? Sieht doch sehr sicher aus hier. Achso, genau. Immer Faust, Sektion F. So, den alten Weg können wir jetzt nicht nehmen, weil die Rohre ja drauf liegen. Ah ja, ich verstehe. Hier unten noch mehr sind. Noch mehr Soldaten? Ihr Anzug, diese drückende Hitze, das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina? Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und Ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Unterwasserlevel. Nein. Der ist nur zum Teil geflutet. Aber das sieht doch aus, würde er die ganze Zeit noch Wasser reinlaufen, oder? Ah ne, mein Ventilator. Sektion F, Ballastraum. Okay. Aber Ihr Anzug und die Sache sind alles, was mich noch aufrecht hält. Und Anja, Ihre Stimme, wie Balsam, meine Stütze. Ja, wir schaffen das schon, BJ. Achtung, radioaktiv. Ist das? Das ist doch nicht zum Lesen oder ist das ein Bild? Das ist die Karte. Ah, okay. Neun Enigma kurz. Was? Alter. Soll man das denn alles finden? Wer hat dich denn reingelassen, bitte? So, ein bisschen Rüstung. Blaskowitsch, ich sollte Sie vorwarnen. Laut der Maschinenraumkarte scheinen die Atomsprengköpfe von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Ich zähle 5 Kälteschlafkammern in der Nähe. Seien Sie auf alles vorbereitet. Grace Ende. Kältekammern? Und für Kältekammern? Und was ist da eingefroren?
Tja. Da bin ich ja mal gespannt. Obwohl ich es vielleicht gar nicht unbedingt rausfinden will. Oder will ich das? Ich glaube nicht so richtig. Ich sehe nichts. Ich brauche ein bisschen Licht. Ja, genau. Ich meine, dass das schon übelst nach Arena schreit hier. Na? Okay. Ja! Wie viele hat die gezählt? Fünf? Okay, ein bisschen Muni haben wir noch. Jetzt ist die Muni gleich alle. Unten könnten wir doch aufladen. Falsche! Nö! Komm schon, komm schon, komm schon! Los, 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 los! Fertig. Muss ich jetzt rein? Zum Glück nicht. Okay, das waren drei. Ich behalte die Waffe mal lieber. Auch wenn wir damit wirklich kläglich langsam sind. So. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich meine, ich soll ja bestimmt nicht hier runter, oder? Wenn Sie mich noch hören können, dann. Was auch immer passiert, Anya darf nicht wissen, dass sie unsere Kinder alleine großziehen wird. Diese Last muss ich selbst tragen. Was? Guten Tag. Mal schnell nachladen. Ich hoffe, mir schießt jetzt nicht gleich an den Rücken. Das wäre nämlich sehr uncool. So, dann müssten ja aber alle fünf gewesen sein, oder? Eigentlich ja. Achtung, radioaktiv. Ich hoffe, das ist wirklich Wasser. Ein paar Medis. Das war doch nicht alles. Also ich werde auf Abstand gehen. Mir nichts anmerken lassen. Caroline. Sterben macht mich zum Lügner. Nein, wir sterben nicht. Ah, jetzt hat er die Waffe fallen lassen. Schade, schade, schade.
Ah gut, wir haben ja eh alle 5 Kältekammern geöffnet. Warum auch immer wir das getan haben. Hat schon wieder so ein Fliegeding gehört, oder? Tschüssi. Wollen wir mal Waffe wechseln? Die fliegen jetzt echt langsam. Okay, das war er. Oh oh. Alter, was eine Geräuschkulisse hier. Nehmen wir das mal bitte. Hinten war auch was. Ach, guck mal, wir können. Leer. Hier war doch gerade was mit Strom. Na gut. Wir laden wir trotzdem auf. Hier hinten war ja ein so ein Ding. So. Gut. An anderer Stelle öffnen, okay. Nehmen wir an, spätestens wenn wir das tun, werden die zwei anderen Kältekammern sich öffnen. Also es gibt vorher Rüstung und was zum Lesen. Atomsprengkopflager öffnen. Ja. Das klingt sehr vernünftig. Moment. Ja, nur mal einen kleinen Schluck getrunken. Ja, klar. Genau. Na, kommt schon. Was? Alter. Was da? Na, komm schon! Genau, jetzt können wir hier Energie tanken. Ah, das ist sehr interessant. Das ging ja im alten Teil auch nicht. Mit den schweren Waffen. Alter, wie viele von denen... Ja, die sind offen. Was steht hier drauf? KPSL 61. Und das ist auch die 61. Hier drüben. 61, okay. Atomsprengkopf nehmen, Level beenden. Ah ja, sie sind ja nur ein paar. Ach, geht ja noch. What the fuck? Ich muss es mal ausprobieren. Schmeiß das mal weg. Ups.
Na gut. Ich dachte, man könnte ja vielleicht so alternatives Ende und so. Das wäre sehr interessant gewesen. Grace, ich habe den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich habe ihn schon gebrieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich. Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Ja, okay. Seth? Ja, was, ne? Hey, haben Sie schon mal mit Gott gesprochen? Gott? Ja, viele Male, viele Male. Oh, wow. Oh, das sieht böse aus. Ich warte immer noch auf seine Antwort. Oh. Warum? Mist. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir etwas erklären, was ich gesehen habe. Was haben Sie denn gesehen? Ich habe Straßen am Himmel gesehen. Finger weg! Licht, das sich zwischen Galaxien versteckte. Da waren diese symmetrischen Farbenmuster, durch die ich mit Lichtgeschwindigkeit raste. Und es wirkte, als hätte sich die Realität zusammengefaltet. Und ich würde irgendwie die Dimensionsschranken durchbrechen und konnte alles sehen. Und das ist nicht richtig. Ich meine, ich war nicht ich selbst. Das ist sehr interessant, ja. Und ich konnte diese Lichtmuster sehen, die sich als Wurzel zu dieser unendlich gigantischen Form erstreckten. Wie ein Baum, aber größer als das gesamte Universum. Und dann hörte ich was. Ja, was denn? Eine donnernde Stimme im Zentrum meines Bewusstseins. Und dieses Wesen, diese Form, sagte nur ein Wort. Besucher. Besucher. Was? Nur dieses eine Wort. Besucher. Keine Ahnung, ist schwer zu erklären. Das ist der Baum des Lebens. Die 10 göttlichen Präsenzen. Oh ja. Die 10. Was? Diese Vision. Wie haben Sie sie erhalten? Oh, also in einem Traum. In einem Traum. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Entschuldigung, Zack. Ich habe nur wenige verständliche Bücher darüber. Oh. Also, hören Sie kurz. Läuft einer rum? Lesen Sie das. Das ist ziemlich wichtig. Was ist das? Ich muss es auch lesen. Etwas finden oder Ihnen etwas auffällt, sagen Sie Bescheid. Haben Sie mich verstanden, Junge? Danke. Alles klar, Seth. Weiter so, Herr Wyatt. Okay, danke. Okay. Weiter so. Und du bist widerlich. So. Oder setz dich gleich her und liest das. Na, schön ist drin. Okay. Das sieht ja wirklich sehr verständlich aus. Shooting Range. Anja? Hi. Ah, die ist immer noch am Reparieren. Mit ihrem Magic Schraubendreher. Na, Rosa? Alles fit? Ja. Yeah. Will die immer noch streicheln? Nee. Carolins altes Zimmer. Wo war denn das? Hacker-Control? Waren wir da schon drin? Nee. Ja. Hä? Hier. Wer ist denn das? Nick Dors. Zehner Rudard. Hallo? Scheiße.
Yvonne Nessman. Hatte er irgendeine Salbe oder sowas? Ich weiß nicht, Lainey. Ich will ihn nicht mit meinem Juckreiz stören. Und diese scheiß Affenkatze oder was auch immer das ist, ist ja gruselig. Und du dachtest, das mit Super Spam wäre abgedreht gewesen. Erinnerst du dich an die Geschichte, wie er und sein Vater in der Wüste nach außen. Affenkatze? Fast verdurstet sind und wegen der letzten Ja. Affenkatze. Subjekt A und Subjekt B eventuell? Könnte das sein? Zu Hause. Wenigstens ist es hier sicherer. Jeder Tag, den wir überleben, ist ein Sieg, verstehst du? Na klar, na klar. Dann sehen die alle gleich aus? Sehen wir noch auf dem Scheiß aus? Ich glaube, der sitzt schon die ganze Zeit auf der Hütte. Angenehm, Captain Blazkowicz. Ja, genau so. Na und, habt ihr es hingekriegt? So viele neue Läuft wieder. Hat mir Hallo gesagt. Bin ich etwa unsichtbar? Sieggrundstagebuch, das müssen wir auf jeden Fall lesen. Alter, auf jeden Fall. Juni 1956, liebes Tagebuch. Ich habe die ganze Nacht geweint. Mutter hat mich heute furchtbar beschämt und das alle zwei Tage. Was? Und das alles zwei Tage vor meinem 15. Geburtstag. Es gab eine Zeremonie für die Bewegung. Ich stand in einer Reihe mit den anderen Mädels. Mutter stand neben mir, wie alle anderen Mütter auch. Es hört sich jetzt vielleicht albern an, liebes Tagebuch. Aber ich hatte keine Ahnung, dass ein Prominenter die Zeremonie besuchen würde. Dann sah ich, wie dieser kleine Mann, dieser ziemlich kleine, bucklige Mann am Ende der Reihe, dem Mädchen der Bewegung die Hände schüttelte und sich auf mich und meine Mutter zubewegte. Mutter sah mich an und flüsterte, Sigrun, zieh die Wangen ein. So, dann machte sie ein dummes Gesicht und zog ihre Wangen ein. Liebes Tagebuch, dabei sah sie furchtbar dämlich aus und ich sagte, warum denn, Mutter? Weil du fettleibig bist, zieh sie ein. Ich weiß, wie sie ist, wenn ich ihr nicht gehorche. Sie beschimpft mich, sie gibt Kommentare über mein Gewicht ab, mit dem ich wirklich jeden Tag kämpfe. Also habe ich mich ganz doll angestrengt, das zu tun, was sie mir gesagt hat. Ich glaube, es hat nicht besonders gut funktioniert. Naja, der kleine Mann, der die Hände geschüttelt hat, blieb vor mir stehen und schaute mich an. Als ich meinen Kopf hob und in seine zusammengekniffenen, seltsamen Augen blickte, erkannte ich, dass der Kanzler höchstpersönlich vor mir stand. Zuerst war ich derart beschämt, dass ich ihn wie eine Idiotin angeschaut habe. Dann spürte ich vor mir stand. Zuerst war ich so beschämt, dass meine Mutter sich ziemlich. Erkannte ich, dass der Kanzler höchstpersönlich vor mir stand. Zuerst war ich derart beschämt, dass ich ihm wie eine Idiotin angeschaut habe. Dann spürte ich, wie meine Mutter ziemlich hart gegen mein Bein trat. Also rief ich so laut ich nur konnte: Mein Kanzler! Er lächelte mich komisch an, grüßte beiläufig zurück. Das entspannte mich ein wenig. Dann sagte er, du bist aber ganz schön gut gepolstert. Ich war kurz davor, in Tränen auszubrechen. Dann ging er zu meiner Mutter, die aussah, als ob sie gleich von einer Gans den Hals umdrehen würde. Diesen Blick habe ich schon viele, viele Male gesehen. Mein Kanzler grüßte auch meine Mutter und der Kanzler sagte, Sie haben eine hübsche Tochter, Oberleutnant Engel. Aber denken Sie daran, ein ungesunder Körper ist ein Zeichen für einen schwachen Geist. Ich schlage vor, Sie in die Abnehmklinik zu schicken, bevor Ihre Gesundheit noch weiter darunter leidet. Oder irgendetwas in der Art und Mutter antwortete, Ja, mein Kanzler, das ist nur so eine Phase bei den jungen Mädels. Ja, ja, sagte er, verlor sofort das Interesse an mir und Mutter ging die Reihe. Was?
an mir und Mutter und ging die Reihe des Mädchens weiter ab. Mutter schaute mich an. Ich versuchte, meine Wangen einzuziehen, fing nun aber leise an zu weinen. Also gab sie mir eine Ohrfeige, eine kurze, harte Ohrfeige quer übers Gesicht. Das Blut lief mir aus der Nase. Naja, das war mein Tag. Ich werde wohl noch ein wenig Musik hören, bevor ich schlafen gehe. Am Ende des Tagebuchseintrags hat Sigrun eine große Anzahl von Herzen und weinenden Augen gemalt. Das ist echt fies. Krass. Boah, ich hoffe, wir finden von ihr noch ein paar Tagebücher. Ich finde das echt interessant. Have you taken your German lessons? There you come, Dad. Oh, vielen Dank.